Hallo zusammen und willkommen jetzt zu UFO 50. Ja, dann wollen wir hier einfach mal beginnen. So, ich habe schon mal ein paar Sachen hier eingestellt. Ich hoffe, dass es erstmal soweit passen müsste. Die Auflösung ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal speziell. Dann hat man hier einfach Skalierungsfaktoren, wie man das teilweise auch von so ganz alten Emulatoren und sowas kennt, nur einstellen kann. Ich habe das jetzt mal 3. Das ist leider kleiner wie 27p. Das wird ein bisschen aufgezogen, aber wenn ich mal 4 mache, ist es immer schon größer als 27p. Ich glaube, in der Endanzeige macht es wahrscheinlich keinen Riesenunterschied, ob ich das jetzt größer oder kleiner, ob ich es quasi vergrößere oder dann verkleiner. Es wird halt eine gewisse Unschärfe haben. Das ergibt sich dann halt einfach. Ich weiß nicht, ob ich jetzt diese Auflösung, die ich jetzt hier zufällig irgendwie habe, explizit nachstellen sollte oder ob das wirklich Sinn macht. Von daher, ich lasse es jetzt erstmal so wahrscheinlich und da muss ich mir überlegen, ob ich es vielleicht noch größer mache oder auch nicht. Aber na gut, das sollte jetzt, denke ich mal, bei den Spielen jetzt auch nicht so den riesen Unterschied machen. Also von daher, ja, ich habe es ein bisschen größer aufgezogen. Na gut. Okay, ja, dann, wie schon gesagt, bis jetzt war ich nur in diesem Menü, also drücken wir mal Start. Alles leer. So, und dann hatten wir gesehen, als allererstes haben wir das Spiel mit der Nummer 12. Und das wäre das hier, Avianos. Okay, dann können wir mal Info schauen. Beschreibung. Ah ja, und da, übrigens, also theoretisch auf Deutsch gibt es das jetzt auch. Müssen wir mal sehen. In einer Zeit, in der die Vögel regieren, tobt ein epischer Krieg zwischen den roten Krallen und den blauen Schnäbeln. Okay. Bestätigen, zurück und überspringen, okay? Keine Zeit, keine Statistik, keine Ahnung, was wir noch nicht gespielt haben. Ja, und dann, das hat halt so ein bisschen alles seine eigene Lore, wenn die damals wirklich diese Spiele gemacht hätten und so weiter. Ursprünglich war der Kampf rundenbasiert, aber das wurde als zu langsam erachtet und durch automatische Kämpfe ersetzt. Oh, okay, das war so eine Art Strategietitel oder sowas. Werden wir uns mal jetzt mal ansehen. Also, genau, die Nummer 12 und dann hier starten. Leg mal die Kassette mal ein, sozusagen. Zwei Spieler komplett in die meinen Benutzer definiert. Ich will es mir zumindest mal anschauen, was das bedeutet. Ah, okay. Eigene Regeln, kommen wir irgendwie wieder zurück. Also, ja. Also zum einen, wir machen mal das originale Spiel, neues Spiel. Schließlich starben die Säugetiere aus und wir eroberten das Land zurück, das einst uns gehörte. Es war genauso, wie unsere Hohepriester es vor langer Zeit prophezeit hatten. Aber als unsere Gesellschaft wuchs, vergaßen viele von uns ihre Wurzeln und wurden mehr wie Säugetiere. Okay. Und es dauerte nicht lange, bis auch wir der Torheit des Krieges zum Opfer fielen. Ah, okay. Das ist quasi jetzt wahrscheinlich der Schwierigkeitsgrad. Können wir erstmal nichts anderes auswählen, also Küken. Seid bereit für Krieg. Nimm 4 Burgen ein und halte sie 2 Runden lang. Pfeil, um zu. Okay. Zu welchen Vorfahren bin? Ah, okay, also das. Ich meinte, dass ich das zumindest irgendwo schon mal gesehen habe, wie es wirklich funktioniert, weiß ich erstmal nicht. Stiegner. Bewegen, produzieren. Bauern, Rekruten. Okay, hier unten haben wir irgendwelche Materialien. Okay, also gut. Gibt's da irgendwo eine Einstellung? Nö, das wird ja das hier sein. Gibt's irgendwo eine Erklärung? Oh. Erhalten 4 Samen. Okay. Bauen.
Was willst du bauen? Oh. Das sind wo Vögel, so eine Nahrung. Hier unten kriegen wir mehr Vögel raus. Wie. Wunder. Kein Platz zum Bauen. Also fertig. Erhalte bloß ein Segen verfroren, versetzt einen Berg. Schneesturm friert ein Gegner eine Runde lang ein. Weiß nicht, ob wir das sofort einsetzen sollten. Dann. Dein Feind zu Rexadon. Da hätten wir uns irgendwo hinbewegen dürfen. Quetzeltrilok. Produzierst jede Menge von den Mustern. Plus zwei Schwert kostet ein irgendwas so. Produzierst Nahrung. Jetzt drei Knochen. Können wir irgendwas rekrutieren? Dann macht das mal. Dann. Also, du kannst hier. Heilige Vision zeigt den Ort eines Gegners für 4 Runden. Okay. Teleportiert eine Einheit. Blitzschlag. Das können wir uns nicht leisten. Prontor. Also wir können also entweder beten oder uns selber sozusagen bewegen. Rekrutieren können wir nichts. Wo können wir uns jetzt eigentlich hinbewegen? Geht nicht. Ah, okay. Also alle? Alle? Und wir wollen dahin vielleicht? Gefunden wir Knochen. Okay. Können wir jetzt noch mal irgendetwas bauen? Ah, okay, das geht. Rekrutieren, das können wir nicht. Ah, da bekommt ihr aber scheinbar auch immer mehr. Ach so, Prontor und Trilok. Ah, bloß ein Bro-Dings, ne? Genau, also da können wir dann mehrere. Wir nehmen dann nochmal den hier. Hast eine Segnung erhalten. Ah, okay, das kostet dann weniger, aber hier können wir ja dann mehr. Gib mal das hier, damit das maxed out on Knochen. Okay. Dann rekrutier mal so ein Ding. Des Typs an einen.
sämtliche Einheiten getötet. Okay. Okay, dann bieten wir mal zu dem. Genau, Samen haben wir jetzt jede Menge erhalten hier. Ich gehe mal davon aus, dass die Schwerter wahrscheinlich das Schwächste sind. Gib mal alles her hier. Dann. Und bewegen dürfen wir uns auch noch. Nur mit einem oder mit mehreren? Das sollten wahrscheinlich das eine da oben noch claimen, aber... Geh mal dahin. Okay, Quetzel hat man noch gar nicht. Der gibt einen zum Beispiel einfach auch Schwerter einfach mal so her mustern. Okay, also es ist sozusagen sowas wie was anderes als rekrutieren, weil wir nichts ausgeben müssen. Da bekommt das halt einfach dazu. Der hier kann eben, achso, bewegen kann der auch, ne? Bewegen, genau. Okay, ich würde mal gerne das da oben noch einnehmen. Ich weiß halt jetzt nicht, wann man gewonnen hat, ob man wirklich komplett den Gegner besiegen muss oder sowas. Drei Arbeiter. Ah, okay, das ist das. Und dann haben wir jetzt nichts wahrscheinlich Passendes gehabt. Ja, der produziert halt schön viele Sachen, wobei man natürlich so ein Ding erstmal bauen müsste hier. Du kannst halt leider dich nicht bewegen. Also wir müssen uns, denke ich, auf jeden Fall nochmal bewegen hier, um jetzt diesen einen anderen Turm da mal noch mit einzunehmen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das klappt. Segnung. Überraschungsangriff brauchen wir, denke ich, nicht. Okay, das ging erstmal. Und das heißt, die können dann auch einfach über den Berg drüber? Oder wie funktioniert das? Ich hätte ja mal vermutet, dass die Berge hier vielleicht erstmal wie so eine Art Barriere sind. Wir hatten irgendein Wunder, denke ich, mit dem man das theoretisch so einen Berg zerstören könnte. Aber dann sind die hier oben zum Beispiel ja relativ in Anführungszeichen safe. Ne? Aber dort oben sind wir halt schon voll. Also würden wir vielleicht nicht unbedingt direkt an der Frontlinie bauen. Wobei natürlich... Der Vorteil ist, wenn man dort rekrutiert, die Kollegen dann schneller an der Front sind. Ne? Ich würde sagen, wir bauen trotzdem erstmal hier vielleicht mal noch was an. Okay, man kann wirklich wieder mehreres hier bauen. Okay, genau. Ja, rekrutieren ist zu teuer, genau. Ah, Blitzschlag. Okay, also werden die dann ja auch... reingehauen. So. Das heißt, der würde halt noch mal ein bisschen was hier mustern. Handeln, aber produziert halt ansonsten jetzt nicht so viel.
produzierst noch mal ein bisschen Zeug. Wir könnten nicht unbedingt sofort was bauen. Na gut, dieses eine Ding dann noch mal, um noch mehr Arbeit dazu bekommen. Eine Segnung erhalten. Oh ja, ich denke. Ich meine, das wäre auch gut. Na gut, das ist ein einziger Arbeiter, den wir bekommen, ne? Wir bekommen nicht mehr Samen. Dann machen wir lieber das hier. Wir rekrutieren erstmal hier etwas. Machen wir das mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Sinn macht, dort mit allen immer vorzumoven. Wir machen das jetzt mal so und gehen mal mit denen vor. Okay, finden wir. Gut. Also ich denke, so grundlegend habe ich jetzt wahrscheinlich schon mal so eine kleine Idee, was man hier so machen muss. Aber jetzt ganz am Anfang war ich das ja schon ein bisschen überfordert, was wir jetzt genau hier so machen. Produzieren Stern. Das heißt, achso, das hat dann schon, das ist dann schon gesegnet oder wie? Na gut. Wollen wir uns hier zuerst, also wir wollen uns auf jeden Fall nochmal bewegen. Das ist eigentlich klar. Wir würden auch ja, handeln. Wir könnten hier Samen, der kann halt das. Ich meine, er bekommt halt ja auch schöne Materialien dazu. Vor allen Dingen eben Knochen dann wieder. Aber Moment, wir nehmen mal dich. Hast du eine Segnung erhalten? Das ist wahrscheinlich schon wegen nicht besser. Da bekommen wir für einen Knochen zwei Arbeiter allerdings auch. Ne? Das ist dann zum Bauen auch sehr gut. Wir machen mal das, wir segnen dich mal auf. Und wir haben jetzt hier natürlich keine so feste Front, ne? Wir werden dann erstmal die Materialien aufsammeln, die dann hier vorne, also diese Samen eben liegen. Und ich denke, das ist wahrscheinlich ein Vorteil. Wir können jetzt natürlich sagen, wir moven vielleicht mal nur mit einem vor. Genau, 12 Samen, das hilft uns, denke ich, auf jeden Fall. Dann kaufen wir mal 3 Arbeiter hier. Claim da oben was, das macht Sinn. Ja, Wunder, wie schon gesagt, ist halt das eine mit dabei, ne, wo man dann irgendwie in diesen Baum oder so reingeht. Und bewegen. Ja, wir müssten natürlich ein paar von unseren Haupttruppen da mal voranbringen. Andererseits ja mit ihm hier, wenn man halt dieses Wunder machen könnte. Ja, wir müssten auch noch weiter bauen. Also bauen wäre schon gut. Und du produzierst halt auch schön was. Produzieren halt erstmal ein bisschen leichter hier.
Das müssen wir auf jeden Fall auch mal gut ausbauen hier. Und wir brauchen eigentlich. Ja, merk. Knochen und eigentlich auch mehr Arbeiter. Genau, ne? Fertig. Erdbewegung versetze einen Berg. Friert die Gegner einer, das können wir uns halt nicht leisten. Halte bloß einen Segen bei einem Vorfahren. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz schlecht. Man kann den wirklich auf einen Gegner draufsetzen, oder wie? Wir machen das mal so, damit wir dieses eine dort noch claimen können. Okay, das war, weiß ich nicht, was er da jetzt gemacht hat. Haben jetzt aber leider den Trikolon auch nicht mit dabei. Du kannst natürlich irgendwas mustern hier. Dann nehm dich mal. Okay, ich weiß nicht. Ach so, weil wir oben. Turm oder dieses Ding? Ah, okay. Gut. Also hätten wir da oben tatsächlich das mal bauen müssen. Das ist gut, das wusste ich jetzt nicht, aber gut. Okay. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich schauen, ob die sich einfach hier rüber bewegen können, was da jetzt auf diesem Bergchen drauf ist. Aber wir wollen natürlich andererseits auch mal lieber das hier claimen. Dann machen wir vielleicht mal so. Das sind drei Arbeiter, das ist natürlich schon einiges wert. Der sind ja gestunt oder gefreezed, ja. Das hätten wir oben auch nicht bauen können. Ne? Und hier könnten wir eben mit Arbeitern wieder etwas bauen. Die Frage ist halt, ob wir direkt an der Front bauen wollen, aber wahrscheinlich schon. Um die unten hier mal zu verstehen. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir hier unten das verstärken sollen und uns von dort aus über diese normalen Felder fortbewegen oder ob wir hier oben unsere, wo unsere Basis ist, so ein bisschen was machen. Das ist das einzige Bild, dass wir jetzt hier halt uns zuerst moven. Was machen wir jetzt? Das heißt, man könnte theoretisch dort und dort was claimen wohl. Ja, man könnte jetzt natürlich mal versuchen, hier den hier oben anzugreifen. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Problem ist, wenn der auf dem Berg ist. Ne? Oder wie schon gesagt, auf der anderen Seite könnte man halt auch sagen, dass man versucht, das ein bisschen defensiv zu halten. Dann würde ich aber hier gerne noch so ein bisschen ein paar Einheiten haben. Also hier diese Geschichte hier würde uns wahrscheinlich nicht so viel bringen. Geh du mal bitte davor. Und dann möchte ich hier vorne mal
so einen Rekrutierungsspot auf jeden Fall mal bauen. Das mit die Ternest, genau. Und vielleicht sogar zwei. Und mal so ein Ding noch. Ja, und somit können wir jetzt hier natürlich auch Einheiten rekrutieren. Der sieht relativ stark aus, wenn er so viel kostet. So ein Vogel hier. Nehmen wir zwei davon. Kampf. Du hast angegriffen. Okay, bye. So, produzieren, rekrutieren. Wer produziert noch was Schönes? Du produzierst jetzt hier Knochen. Gibt es da dann einen weiteren Segen? Ne? Weil ich hätte halt gern wieder jemanden, natürlich am Anfang oder so weiter, macht sicherlich Bauen und so weiter relativ viel Sinn. Aber andererseits, hätten wir... Jetzt soll er unten halt gleich mal angreifen. Wahrscheinlich. Na komm. Oh ja, das würde sich jetzt wiederum aber lohnen hier oben. Könnten hier oben draufhauen und uns zurück zu erobern, oder wir, wie schon gesagt, bleiben hier erstmal so ein bisschen defensiv. Ich würde mal fast sagen, dass ich hier jetzt vielleicht aber hier unten mal vorziehe. Nochmal einen hier. Ja, er kommt ja nicht sofort an dieses Feld ran. Von daher gehen wir mal hier mit dem hier los. Also, die einzelnen steuern kann nur so. Okay, nee, da war jetzt ja nichts los. Zack, war erfolgreich. Ja, Blitzschlag ist natürlich schon hart. Du könntest einen weiteren Segen bekommen. Bauen wird bei dir relativ schwierig, weil wir erstmal keine Arbeiter haben. Wir müssten erstmal was produzieren. Du könntest halt produzieren und bauen. Gegen 6 Arbeiter bei dir. Ist nicht ganz schlecht. Mustern. Ihr könnt bald nochmal wieder ein paar Einheiten nachziehen. Und ein bisschen handeln. Hier können wir halt nicht weiterziehen, ne? Aber ich meine, das ist jetzt schon eine verdammt gute Produktion hier, ne? Und das können wir, denke ich, am besten schon so machen, wenn wir hier noch weitere Sachen auch ausbauen. Das heißt, hier in diesem unteren Bereich werden wir jetzt, denke ich mal, in dem Sinne dann safe sein. Schneesturm kann man sich leisten, erhalte Segen bei einem Vorfahren. Ja, das ist theoretisch nicht ganz schlecht. Aber ist ein Gunst, ne? Ja, genau. Okay, also weil ich wollte so machen, dass wir dann diesen Dings dann sozusagen dann auch bekommen, dass wir uns den auswählen können.
jetzt wahrscheinlich hier weghauen. Sollte man vielleicht einen leichten Vorteil haben von da oben? Okay, hat aber stärkere Einheiten auf sich. Das ist wahrscheinlich dann dieser Angriff Plus oder sowas. Der Feind hat 4 Burgen eingenommen. Ist das das Ende dann? Nö. So, dann, ja, wenn wir dich hier mal nehmen. Dann kommen wir nicht in eine echte Segnung. Wahrscheinlich mehr wert als das, ne? Das hat man schon mal durch Berge. Okay. Okay. Ja, ich denke, wir haben am Anfang einfach ein bisschen Quatsch gemacht. Da kriege ich mal mehrere hier. Aber bräuchte ein paar Knöchlein. Das wäre schon mal nicht ganz schlecht. Das hat einiges an Wundern hier. Eingefroren ist natürlich wahrscheinlich schon hart. Wahrscheinlich müssen wir das bei den Gegnern auch mal machen. Wir können hier rekrutieren, aber die sind halt erstmal gesetzt, so wie sie sind. Alles raushauen hier. Eine Einheit oder einen kompletten Trupp? Das ist schon mal nicht schlecht, dieser Blitzschlag. Ne? Wir müssten halt auch mal wissen, was der Gegner da genau hat. Ganz ehrlich, das interessiert mich jetzt schon mal. Okay. Da ist zum Beispiel nichts. Das ist auch schon mal gut, das zu wissen. Er hat jetzt den einen schon ausgemaxt hier. Uiuiuiui. Ja, bewegen heißt natürlich, dass wir das eine zumindest claimen können. Überraschungsangriff. Bauen 2 sehe ich auch nicht ganz schlecht, ne? Ja, komm. Also wir wissen, dass das da oben links, denke ich mal, unproblematisch ist. Wir können jetzt theoretisch erstmal mit allen uns vorbewegen. Das geht schon. Ja, guck mal, da ist ja keiner da. Wo willst du bauen? Achso, okay. Also das ist sozusagen, dann haben wir das nicht auch gleich eingenommen in dem Sinne. Machen wir von jedem eins.
rekrutieren, aber zu teuer, genau. Also das müssten sie ja nur eigentlich schaffen, oder? Sein letzter Fernkämpfer war ja sehr stark gewesen, ich hoffe mal, dass... Okay. produzieren. Noch mehr bauen ist nicht schlechter. Wir müssen uns eigentlich auch bewegen. Gleich mal wieder was einzunehmen. Ja, vorne haben wir jetzt leider so ein bisschen das Problem, dass wir die vorgeschickt haben, aber da niemanden mehr rausholen können. Na gut, wir könnten von hier aus dann nochmal Einheiten nachschicken. Also, mal schauen. Aber da drüben ist schon eine verdammte Burg, die er dort hat. Da oben, ich weiß ja nicht, ob wir wirklich komplett alles einnehmen müssen. Wir könnten jetzt noch mehr Einheiten machen, aber das können wir ja in einem späteren Zug auch nochmal machen. Die Bogenschützen und so weiter, die sind natürlich schon nicht schlecht hier als Defender irgendwie zu haben, aber andererseits, da jetzt hinter uns, dass er da jetzt ja auch erstmal nicht sofort hinkommt, können wir uns theoretisch auch erstmal hierhin bewegen. Mit allen macht das wirklich Sinn. Na, Moment mal. So richtig nicht, ne? Es würde mehr Sinn machen, wenn wir dann, ich sag mal, auch hier drüben noch ein paar Einheiten mit rübersetzen, dass wir nicht mit komplett wirklich allen vorgehen. Das hängt natürlich davon ab, wie viel jetzt auf diesem Berg dort hier ist. Das müsste jetzt ja leer sein, ne? Genau. Oh, er hat jetzt schon mehr als ein Maximum gehabt hier, na gut. Du könntest wieder noch mehr Zeug bauen. Musterung würde auch noch mal helfen. Produzierst auch noch mal ein bisschen Zeug. Könntest noch mal wieder ein paar Wunder raushauen. Handeln. Du bewegst dich halt nicht. Ich würde mich halt schon gerne jetzt wieder bewegen. Elf Einheiten rekrutiert. Das ist doch perfekt. Wir könnten mit denen hier weiterziehen, aber mir wäre es jetzt lieber... Achso, ich hatte ja gesagt, wir müssten eigentlich hier mal noch was weiterschicken, ne? Ja, jetzt haben wir halt hier auch was Schönes. Mhm,
Knochen sind eigentlich fast zu wertvoll. Machen wir mal so. Es macht wahrscheinlich schon Sinn, wie es jetzt der Gegner auch macht, dass er dort Einzelne dann hier so weit extrem weit hoch treibt und dann die entsprechenden Boni und so zu bekommen. Ich meine, so wie ich es jetzt gemacht habe, ist natürlich vom Angriff her jetzt auf diesen Berg rüber natürlich so eine Frage. Ne? Ich meine, er hat jetzt... Segnung. Ja, komm, Max out. Produzieren hier. Max out der Arbeiter, okay. Friert den Gegner ein. Ich meine, mach das mal dahin. Okay, ja. Erstmal gehalten. Das heißt auch, dass das jetzt theoretisch ja leer sein müsste, ne? Du könntest nicht bewegen und dann nochmal was bauen. Du erhältst halt hier wieder ein paar Arbeiter, mit denen wir dann stattdessen mehr rekrutieren könnten und dann könnten wir uns nochmal weiter bewegen. Man gesagt, bauen ist halt in dem Sinne gut, weil es uns dann immer wieder mehr Ressourcen gibt. Ne? Aber ich denke mal, wir werden mal hier richtig was raushauen. Bewegen diagonal. Ah, das war das, was der Gegner jetzt hier quasi gemacht hat. Aber wir Segne mal das hier. Genau, dann müssen wir irgendwo nochmal das entsprechende dann bauen. Da gehen wir auf jeden Fall mal ein bisschen runter, ja. So. Jetzt haben wir natürlich eine schöne fette Armee hier. Ich denke mal, mit der werden wir dann richtig was anrichten können. Sollten wir dort vielleicht sogar schräg dann hier uns jetzt direkt hier rauf zu durchkämpfen. Ah, wir dürfen nicht in den Berg. Okay, ja, war fast zu erwarten, weil dann mit den einen ging wahrscheinlich generell immer bewegen Berg mit diesen Typen hier, aber okay. Wir müssen das jetzt einfach mal probieren, ne? Was passiert, wenn wir das Ding hier angreifen? Ja,
Okay. Ein bisschen was. Halten, Ausrufezeichen. Okay. Okay. Also wie zum Thema, wir haben irgendwo eine dicke Armee, die hat der Feind auch. Okay, ja, Knöchlein, dann könnten wir uns noch mal ein bisschen holen. Also man kann wahrscheinlich mal... Also das war natürlich jetzt schon eine Riesenarmee da drüben, ne? Wahrscheinlich sollte man das ja steigen. Also, ich weiß nicht, ob das hier oben wirklich jetzt leer ist. Ne? Also, so ziemlich zumindest. So. Na gut, machen wir mal so. Der wird fast seine Sachen hier ausgemaxt haben. Ne? Oh ja, der hat dort auch eine dicke Armee. Ich denke, diese erste Runde werden wir auf jeden Fall erstmal verlieren. Aber ich denke, wir haben jetzt das erstmal so grob eingesehen. Die mit den Schilden, die sind schon verdammt hart hier. Bewegen müssen wir uns. Das war gar keine mehr. Können da rekrutieren, die Frage, ob das Sinn macht. Obwohl wahrscheinlich schon, ne? Ich weiß nicht, ab wann wir verloren haben. Wahrscheinlich, wenn wir dann zu viele Beugen verloren haben. Feind gewinnt nächste Runde. Ah, okay. Dann haben wir das schon mal geklärt. Wir müssen sozusagen das Ding dort zu. Ach nee, na gut. Wir könnten theoretisch auch wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Wieder eine Burg einnehmen. Das sollte klappen. Okay, er hat wohl jede Menge Knochen, ne? Wir brauchen irgendwas mit Bewegung, sonst wird er nicht.
Ein billiges Rekrutieren wäre sicherlich auch nicht ganz schlecht. Wir nehmen mal diesen Überraschungsangriff. Ja, am Anfang erstmal mit dem Rücken zu uns oder irgendwie. Also das geht nur da. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da wirklich was hinbauen wollen oder ob das dann eher den Gegner in die Hand fällt. Hier irgendwas nachzuschicken. Machen wir das mal so. Also ich glaube mal nicht. Na, wer weiß. Hätte wahrscheinlich auch fliehen können, ne? Bewegen, er kann auch durch Berge, er kann auch erstmal mustern. So einen Fliegenden noch mit bereit bringen. Du hast ein bisschen was rekrutieren, könnte das noch was. Also, du darfst dich nicht bewegen, oder? Okay, das wird wahrscheinlich nichts wert. Obwohl, weiß ich nicht. Also die mit den Schild sind halt schon verdammt gut, ne? Das ist einfach zu bitter dann hier. Ja, und somit sind wir da, denke ich mal, am Ende hier. Ja, produzieren, rekrutieren und angreifen. Wir müssen ja so eine Burg noch mal einnehmen, ne? Das ist, denke ich. Leider werden die Magier hier weggehauen, bevor sie irgendwas machen können. Gibt es natürlich einen ziemlichen Range-Vorteil von da oben. Ja, es geht sich gerade so aus. Also jetzt habe ich das auch erstmal verstanden, man muss wahrscheinlich vier dieser Burgen wohl haben und die dann halt nochmal, ich weiß nicht, ein oder zwei Runden wahrscheinlich halten, dann wird es das wahrscheinlich dann auch schon gewesen sein.
Überraschungsangriff, ja, da werden wir jetzt nicht mehr viel machen können. Aber der einen können wir uns halt leider nicht bewegen, oder? Wahrscheinlich nichts werden. Wir können jetzt natürlich mal hier hochmoven. Was da los ist? Also gar nichts, okay. Das brauchen wir nicht. Also ja, wir haben es gerade im Jahr nochmal geschafft, ne? Das ist gerade so hinzubekommen. Überraschungsangriff mit denen hier. Das könnte gerade sich so noch mal ausgehen, ne? Aber wirklich gerade so. Also. Ich meine, wir halten theoretisch mehr Teils, ne, auf der Map, aber ich hätte sich jetzt auch ein bisschen verausgabt hier. Das war natürlich so ein bisschen unsere Hoffnung wahrscheinlich. Schon eine schöne Menge hier. Können wir irgendwie diese Burg hier einnehmen? Ja, doch. Das ist uns ja theoretisch erstmal egal, ne? Aber da sehen wir schon, hier kommt was sehr Dickes. Das hätte man wahrscheinlich gleich sagen können. Dann hätte er sich vielleicht wirklich zurückziehen können. Er bräuchte noch irgendwas mit rekrutieren, aber du hast halt hier nichts wirklich Gutes jetzt mehr. Das wird nicht ausreichen. Der produziert halt schön viel, ne? Wir könnten was bauen oder irgendwie, aber wir brauchen ja eigentlich Einheiten. Wir können diese eine Burg da nicht halten. Na gut, wir könnten hier. Die haben wir leider nicht.
mal die Wunderbilliger. Next out Knochen. Ja, Anzeigen ist jetzt Quatsch, da würden sie wahrscheinlich trotzdem angreifen, ne? Nächste Runde halten wir sie. Okay, also drei, also zwei weitere, nachdem wir dann dran waren, aber da würden sie jetzt angreifen. Oder da. Oh, mein Freund, das war aber nicht ganz so einfach für dich. Ja, ich denke mal, das gehört nichts. Die Attacke abgewehrt. Krieg gewonnen. Vier genommen. Hey. Okay, obwohl wir, wie schon gesagt, das am Anfang sehe ich noch nicht so ganz eingesehen hatten, was wir da machen. Aber jetzt am Ende haben wir es doch ein bisschen hinbekommen hier. Okay, ja. War vielleicht doch gar nicht so schlecht, mit der einen starken Armee dann so ein bisschen dort ganz im Osten erstmal nach oben zu ziehen. Und ja, jetzt hat er sich halt auch ein bisschen dann einfach irgendwo verausgabt. Ich denke mal, unsere Produktion und dann die Tatsache, dass wir doch ein paar mehr Felder besessen haben, wo dann überall unsere Produktionsanlagen waren, das wird uns ja schon irgendwie geholfen haben. Genau. Ja. Also. Also, genau, da kommen wir dann nochmal zurück. Rücksetzen. Achso. Was bedeutet den aktuellen Spielstand? Okay. Genau, ne? Dann haben wir das schon mal erstmal soweit. Und dann würde ich mal sagen, zur Bibliothek. Szenario 1, okay. Anzahl der Aufrufe einmal, haben wir schon eine Stunde hier gespielt sozusagen. Also wie häufig wir welchen Gott ausgewählt haben. Okay. Siege. Für einen Sieg beende die Schwierigkeitsarten Kükenflücken oder Flüge und ausgewachsene Garten. Geschenk, erhalte alle Segnungen eines Vorfahren. Okay, das ist dann hier wahrscheinlich diese Medaille oder halt normal wahrscheinlich dann mal durchgespielt. Na gut. Ja, macht auf jeden Fall schon mal Spaß. Das werden wir auf jeden Fall mal auch beim nächsten Mal dann sozusagen in der nächsten Folge weiterspielen. Das ist natürlich für mich jetzt schon, wie schon gesagt, vor allen Dingen, da ich es jetzt erstmal so weit grundlegend erstmal verstanden habe. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht für mich selber jetzt diesen ersten Schwierigkeitsgrad sogar nochmal ein Match spielen will. Einfach weil es mich da durchaus nochmal reizt, aber ja, müssen wir mal sehen. Nichtsdestotrotz, ich würde mal sagen, die anderen zwei Schwierigkeitsgrade, insofern wir die dann einfach schaffen, werden wir natürlich auch probieren. Mal schauen, wo da jetzt noch der riesen Unterschied ist, ob dann die KI, ich weiß nicht, vielleicht hat die jetzt aktuell auch irgendwie vielleicht einen kleinen Nachteil gehabt. Beim zweiten Schwierigkeitsgrad sind wir gleich stark und dann beim dritten hat sie irgendwelche Vorteile oder irgend sowas, kann ich jetzt nicht genau sagen. Werden wir dann sehen. Aber ja, auf jeden Fall doch schon mal ein interessantes, kleines Rundenstrategiespiel, wenn man so will. Und auf jeden Fall schon mal eine interessante, kleine Geschichte. Also von daher, erstmal soweit. Bis dahin.